Manu, servus. Wie geht's dir denn allerweil? Ja, kann mich nicht beschweren. Alles gut bei mir. Bin gerade ein bisschen am Rumdoktern. Den Weißbot neu einstellen. Das ist aber ein bisschen eine haarige Sache. Nee, ich bin nicht krank. Ich bin nicht krank, ich bin bloß ein bisschen im Stress. Weil ich wieder das nicht so hinkriege, wie ich das gern hätte. Ah ja, das nimmt er jetzt. Gut. Okay, dann passt das. Ja, es ist aber so eine Sache, wenn du da wieder was umstellst, bis das dann so läuft, wie du das willst. Ups, enabled. Und dann muss ich das alles irgendwann einmal, das muss alles einmal irgendwann gecheckt werden da, das ist ja echt. Der wird immer besser. Also Ruhe habe ich im Moment. Ruhe habe ich im Moment, aber bis jetzt sind die Fallos noch nicht weg. Ich weiß nicht, was da machen. Das wird sich alles noch herausstellen. Gut, das passt jetzt alles. Ich hoffe, das bleibt da so. Kacke. Manu, Kacke. Ich meine, ich habe zwar nicht lang gespielt, ich habe bloß also eine Stunde, ich habe so vorab testen dürfen, vorab die Beta gehabt, einen Zugangscode. Aber das, was ich da gespielt habe, hat mir absolut nicht vom Hocker gerissen. Grafisch braucht man nicht reden, top. Aber der Rest unter jeder Kanone. Ist absolut nicht mein Spiel. Absolut nicht. Von wem hast du das gehört? Jetzt kommt es mir erst. Hast du es vom Steine gehört oder was? Ja, mir taugt es nicht. Darum finde ich es kacke. Ich bin nicht der Typ für sowas. Ich mag sowas nicht. Du kannst nur online spielen. In die Story hast du nicht reinschnuppern können. Und von daher, wenn, dann würde ich mir das Spiel sowieso nur holen wegen der Story, aber nicht wegen irgendwas anderem. Das ist nicht meins.
kom. Jo. Momentan schon. Moritz, servus. Aber ich spiele Destiny eigentlich nur Vormittag, so eineinhalb, zwei Stunden. Außer es kommt was dazwischen, dann spiele ich normalerweise wieder LS. Wird sich aber ab 25. Oktober sowieso komplett ändern. Na, das glaube ich auch, dass das nicht geht. Es geht nur in dem Spiel. Aber wenn das Spiel das, ja, wenn am 25. Oktober der LS17 kommt, vorbestellt ist er schon, dann geht's wieder los mit LS. Und wird alles andere wieder zurückstehen, bis ich das voll durch habe. Nein, spiele ich nicht. Habe ich angezockt, die Beta hat mir aber nicht gefallen. Hat mir absolut nicht gefallen. Ist nicht das meine. Prozent, ja, das langt noch eine Zeit. Ja, das ist ja bei Destiny so, dass ich da eigentlich dass ich bei Destiny auch nichts anderes mache. Ich spiele da auch kein PvP. Ich spiele lieber Story, ja. Max, so ist der Durst Battlefield. Na, ich habe jetzt noch nichts gehört. Ja, ich glaube, die ist noch. Ich weiß nicht, ob die Beta noch ist. War zumindest das. Obwohl, das müsste das Wochenende laufen, oder? Also, die Beta, wo du spielen können hast, die hat mir überhaupt nicht gedacht. Die ist noch, also die kann man noch, immer noch testen. Dann kannst du das einmal anschauen. Das sind bloß 6,6 Gig. Ist im Verhältnis. Ja, die Mods bis zum 8.9. kann man es testen.